Ersten Versuch. Man muss es nicht extra sagen, der Ring ist glatt. Die Bedingungen für die Kugelstoßerin sind erschwert. Erst jetzt in diesen Wochen erreichen wird. Ihr zweiter Versuch. Wie gesagt, 21,46 Meter gleich zum Start. Damit sind die Fronten schon geklärt. Wieder gültig. Janik sehen wir. Die Weite von Magita Pufe ist, glaube ich, nachzutragen. 20,23 Meter, also erneut eine Steigerung. Und ich meine, schon zur Halbzeit dieser Konkurrenz kann man sagen, bei diesen Bedingungen ist es ein sehr guter Wettkampf. Keine Frage. Ilona Supjanek hat bisher das Ausrufezeichen gesetzt mit ihren 21,46 Meter, dann 20,82 Meter. Vielleicht hat sie sich gesagt, ich lege alle Konzentration, alle Kraft in den ersten Versuch. Wer weiß, es kann nur schlimmer werden mit dem Wetter. Erstaunlich, dass bislang auch fast alle Versuche gültig sind. Man sollte doch annehmen, dass bei diesem glatten Ring die Läuferinnen herausgetragen werden. Die Stoßerinnen herausgetragen werden. Aber das ist Lupjanik allein genannt, wirkt für ihre Qualität. Sie ist ungefährdet mit ihren 21,46 Metern aus dem ersten Durchgang und es ist keine Frage, wer hier DDR-Meisterin werden wird. Das war der fünfte Versuch auch von ihr. Zeitlupe, das tiefe Abtauchen und dann die Kraftübertragung praktisch in einem Fluss. Ja, ich glaube ein 21, aber die Fotoreporter sind so nett und stehen genau vor der Tafel. Unser Regisseur hat mir geholfen. 21,16 Meter für Ilona Supjanek, der zweite 21er in der Konkurrenz. Die ersten fünf im Kugelstoßen der Frauen können wir festhalten. Diane Schmuhl ist fünfte, dann Cordula Schulze vom TSC vierte, Helma Knorscheid dritte, denn sie hat einen ungültigen Versuch im letzten. Magita Pufe ist zweite, sie hatte keine Steigerung mehr und Ilona Supjanek ist die Meisterin. Nicht überraschend, dass das vor dem letzten Durchgang, vor dem letzten Versuch feststeht. Sie hätte mit jedem ihrer Versuche die Konkurrenz hier für sich entschieden. Einmal mehr unterstreicht auch das ihre Stärke. 21,46 Meter, das war bislang der beste Versuch aus dem ersten Durchgang. Dann hatte sie noch einen 21er, nämlich den fünften, mit 21 Metern und 16 Zentimetern. Die Zeitlupe dieses Versuches, die beste Kugelstoßerin der Welt, einmal mehr DDR-Meisterin und sehr, sehr souverän. 21,31 Meter, damit beschließt sie den Kugelstoßwettkampf. I'll be back.